Gut. Das haben wir wenigstens einmal zwischengespeichert. Das war schon mal recht wertvoll. So. So. Ashley! Ashley! Der schreit doch noch lauter! Komm schon, wach auf! Kann das? Nee, das kann ja nicht. Das kann ja nicht die Butze sein, wo der Raketenwerfermann vorsteht, oder? Weil wir sind ja hier außen rum. Doch, das wird's sein. Guck mal. Hier kommen wir nicht. Du. Warte mal. Überwachung, da. Jetzt stehen wir hier. Jetzt können wir natürlich hier nochmal rein. Aber hier vorne standen die Nasenbären ja. Hier vorne. Und da gibt es ja keine Verbindung zu. Also eigentlich. Eigentlich. Oh fuck. Na, den machen wir mit der Pumpgun sowieso, den dicken. Brauche eine Karte. Oh, abgeschlossen. Kommen wir hier rein? Ah nee, da kommen wir aber rauf. Okay, alles klar. Oh, abgeschlossen natürlich. Hat keinen Zweck. Gleich rein. Ach, scheiße, gleich zwei. Okay. Was ist denn auf einer? Brav. Noch einer, na komm mal ran. Okay.
Navi, grüß dich. Guten Abend. Einen schönen guten Abend, Herr Mafiosi. So, warte. Gut. Da könnten wir raus, das wollen wir aber noch nicht. Noch mal ein bisschen umschauen. Hier haben wir alle Kisten weggefräst, ne? Haben alles weggelootet. Das ist auch nichts für uns. Haben wir auch alles weggemacht. Ich glaube, wir haben alles. Na gut, dann gucken wir mal, was sich hier verbirgt. Das Spiel hat wieder geladen. Schießpulver können wir auch gleich mal gucken, was wir noch herstellen können. So, wir brauchen immer noch eine Schlüsselkarte, damit wir die Holde Maid befreien können. Sollen wir hier reingucken? Das ist ein Grund. Das ist ein Grund, warum wir hier reingucken sollen? Achso, vielleicht wegen dem Koffer. Na, alles klar. Sieh schon. Alles gut. Okay. Den haben sie mal in den Ofen gestopft. War sicherlich auch ein netter Tod. Nicht. Ach, das ist der Händler, alles klar. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Ja, das auch. Das müsste aber an dem Hotdog da hinten liegen, glaube ich. Willkommen. Na dann, was kann ich für so, dich tun? So, tauschen, da ist nichts. Verkaufen, können wir irgendwas verkaufen. Perlenarmreif können wir verkaufen. Seidenkristalle können wir 4 Stück verkaufen. Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Goldlux, 15.000 Ocken. Ja, das können wir erstmal vertickern. Ein hervorragender Deal. Ja. Ich komm. Ja. So, gucken wir mal hier weiter. So, dann packen wir das mal. Edelsteine einsetzen. In dat Vieh. So, also 21.000 wert. Dann müssen wir noch 2 Runden noch organisieren. Gut, wir hätten vorhin noch die 2 Runden gehabt. Ne? Aber gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass die mehr wert sind. 21.000, jetzt inklusive schon Edelstein. Ist wieso? Wieso der Brüller? Der Mantel muss ganz schön schwer sein. Kaufen. Die können wir kaufen. Raketenwerfer. Ach ja. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte ja, dir das Leben retten? Ja, könnte, aber ich muss auch erstmal die Munition dafür finden. Bei Magnum-Munition. Wann haben wir mal die Magnum-Munition? Müssen wir nämlich herstellen. Magnum-Munition. Ganz ehrlich. Wenn du eine Waffe brauchst, dann die. Ja. Schauen wir mal. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Komm wieder, wenn du flüssig bist, Partner. Was kann ich für dich? Stirb mir da draußen nicht weg. Oh, brauchst du hier Ei? Willkommen. Nein. Du meinst, Fremder. Ja. So. So, einmal das. Schnellzugriff. Dann packen wir die mal da oben hin.
Hühnerei. Ein Forellenbarsch. Ja, nun klar. Warum sollten wir nicht auch einen Forellenbarsch finden? Ein Forellenbarsch im Klo. Achso, speichern. Halt, warte, speichern müssen wir noch. Speichern müssen wir noch. Ich habe ja die Hoffnung, die stille Hoffnung, wenn wir die Magnum jetzt nutzen, dass wir vielleicht dafür auch extra noch Munition finden. Na, mal gucken. Ohmel, grüß dich. Guten Abend. Hier sind jetzt nur zwei. Hier sind jetzt nur zwei. Zwei Symbole dran. Sind das vielleicht auch so eine Art Level oder sowas? Zierstation. Gefrierhaus. Dann gucken wir uns erstmal das Gefrierhaus an. Oder auch nicht. Ja. Ich glaube, da müssen wir auch irgendwie was reinstecken. Auflegen, sonst irgendwas. Was sind das denn gerade für Viecher? Also, das Viech, was? Das werden wir rausfinden, aber... Ich will es eigentlich nicht rausfinden. Ich will nicht meine Ruhe haben. Vor allem, was der frisst, ist die Frage. Power Control, alles klar. Der war doch hier eben noch. Willst du mich verarschen? So, okay. Labornotiz. Herrn Dr. Ernesto Munoz Reis, Facharzt für Pathologie. Der Abteilungsleiter hat dem Antrag auf Erneuerung Ihrer Schlüsselkarte stattgegeben. Bitte gehen Sie mit Ihrer Schlüsselkarte der Stufe 1 zur Sezierstation und folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite. Also müssen wir die Tore 1, 2, 3 abrufen. So, weiter für die folgende Anweisungsseite. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 2 Freigabe mit dem Gerät im Gefrierhaus. Da waren wir, glaube ich, gerade. Das müsste diese große Anlage sein. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 3 Freigabe mit dem Gerät auf der Inkubationsstation. Bitte holen Sie vor Benutzung der Geräte stets die Erlaubnis des zuständigen Aufsehers ein. Verwaltung Trakt 1. So, Schlüsselkarte auf Stufe 3 umschreiben. Ja, ich brauche. Habe ich eine Schlüsselkarte gekriegt eigentlich? Labornotiz? Ich müsste erstmal die Schlüsselkarte haben. Hier ist da keine Karte. Kann ich hier noch irgendwas quietschen? Was bist du? Was ist das denn? Naja, sagen wir einfach mal, das ist das Kabel von der Fassung. Oh, geil. Wenn ich jetzt hier wieder ausmache, geht das Tor wieder zu?
Anscheinend nicht. Gefrierhaus. Beschreibungstunnel, da ist die Schlüsselkarte. Auf meiner Seite ist jetzt die Schlüsselkarte. Wir müssen jetzt nochmal aufmachen. Jetzt kriegen wir erstmal die Schlüsselkarte. Mal rechts durch. Okay. Wo ist denn der Ausgang? Bestätigen, abbrechen, auswählen. So, der hätte jetzt Strom. Der hätte jetzt Strom. Mich hier ehrlich gesagt nicht so wirklich wohl. Da passiert gleich irgendwas. Ja, kann schon mal vorkommen. Eine kleine Fraktur am Kiefer, glaube ich. Ach so, das ist ein Vieh. Jetzt sehe ich das erst, dass es ein Viech ist. Was für Experimente veranstalten die hier? Das ist ein klein wenig widerlich, aber wir haben zumindest die Level 1 Schlüsselkarte. Das gleich geht der Punk ab hier. Analysebericht Regenerator. Soll das heißen? Regenerator. Mit D? Regenerator. Datum 9. April. Es ist soweit. Ich habe neues Leben erschaffen. Ich nenne ihn Regenerator. Regenerator. Sein Stoffwechsel sucht seinesgleichen. Solange die Parasiten in seinem Körper nicht vollständig abgetötet werden, ist er in der Lage, sein Gewebe immer wieder zu regenerieren. Ach, Scheiße. 10. April. Ich habe testweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet und konnte mich davon überzeugen, dass die Parasiten für den Wirt wie eine Art lebenswichtiges Organ fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich will sowas nicht lesen, unsterblich. Unsterblich. Ich bin sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir voll der Bewunderung die Hand schütteln wollen. Ach, nicht nur das. 13. April. Ich habe der überheblichen Flachpfeife aus der Abteilung von meinem Durchbruch erzählt. Der ist kreidebleich geworden. Dann hat er irgendetwas in seinem Notizbuch gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt, aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefahren gewarnt. Der Typ hat Nerven. Vollidiot, ich habe alles unter Kontrolle. Ich glaube nicht. Das Objekt ist durchgedreht und aus dem Kryotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. Dreimal dürft ihr raten, wen wir gleich treffen werden. Und wenn er unbesiegbar ist, habe ich da richtig Bock drauf. Oh ja, moin. Scheiße, was bist du? Alter fucking Finne. Alter, die Macken macht ja mal richtig Druck, wa? Oh, Alter! Ne, ich hau erstmal ab, wenn's recht ist. So, warte mal, ich muss es mal überlegen.
Hebel zur Stromsteuerung. Würde es was bringen, wenn wir durchrennen hier ausmachen? Das macht eigentlich keinen Sinn, ne? Tür 2 für Regelung. Tür 1 zur Regelung. Jetzt müssen wir rechts, rechts. Ja, eigentlich müssten wir jetzt wieder Strom umschalten, wieder ins Gefrierhaus. Also geradeaus links. Habe ich ja null Bock drauf, den Kerl. Das ist ja unglaublich. So, ziehen wir uns erstmal ein Ei rein. Alter, nee, ey. Hat aber auch einen Schwinger. Ich glaube, wir können ihn zwar zwischendurch mal stoppen. Links rum. Zwischendurch mal stoppen, aber mehr ist auch nicht. Ja, natürlich! Ich habe auch sonst keine... Noch einer? Ja, sieht so aus. Alter, wie soll ich das denn? Wie soll ich das denn wuppen? Wie soll ich das denn machen? Wenn ich die nicht weggepustet kriege. Lass mich durch! Warte, wir müssen jetzt wieder... Türverriegelung. Ich glaube, wir müssen jetzt da wieder zurück, das einschalten und damit wir hier rein können, ne? Ja, natürlich! Alter, wie soll ich das denn... Halt, warte mal. Hey, wir haben natürlich die Zeit, die Karte umzuprogrammieren, ist klar. Ja, okay. So, müssen wir mal den. Dann kriegen wir da Dampf rauf. Aber da nicht. Und Level 2. Dann hätte der Dampf. Dritte Part. Lass mich kurz gucken. Nee, da wird das eine Sackgasse, das wäre doof. Das funktioniert also nicht. Dann müssten wir da rumgehen. Da hätten wir jetzt die drei. Okay. Your access system restored. Ich weiß nicht, wie ich die besiegen soll. Ich meine, ich kann die offensichtlich nicht besiegen. Oh, warte. Halt, warte mal, halt, halt, halt. Erstmal ganz, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Das ist ja erstmal nicht verkehrt, aber es ist, ist jetzt natürlich jetzt auch nicht unbedingt, warte mal, Schnellzugriff. Packen wir das mal rein. Hier rein? Ja, ne?
gucken, wie geil der die findet. Ungeil. Halt, warte. Muss so einen Fisch reindrücken. Ja. Tschüss. Oh, Alter. Ich hab keinen Bock auf so einen Scheiß. So, warte. Wir müssen jetzt nach rechts. Rechts, erste, links. So, erst links, dann da, dann gehen wir so wieder runter. Vielleicht hätten wir das Tor hätten wir mal zumachen sollen. Ah, ich bin tot. Jetzt bin ich tot. Geh auf. Ich laufe übrigens auch in die falsche Richtung. Wenn das da gleich noch ein dritter kommt. Ach, wir haben keinen Strom. Ja, ich bin tot. Müssen also mal gucken, von wo wir fortsetzen dürfen. Haben wir jetzt die Schlüsselkarte? Stufe 2 Schlüsselkarte haben wir jetzt. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich dahin. Da ist kein Strom drauf, also müssen wir eigentlich hier wieder einschalten. Ah, da war gar kein Strom drauf. Beschreibungsterminal. Stufe 2 TÜV-Regelung. Okay, wir müssen... Da würden wir in die Sackgasse laufen. Rechts, links. Klar. Das ist natürlich. Ich bin wieder tot. Das wird laut. Lasst mich durch. Aber der ist trotzdem noch aus hier vorne. Warum denn? Kommen mich nicht rein. Kommen die auch hier rein?
Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Du kannst mir einiges Gutes tun. Gutes tun. Es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Ein hervorragender Deal. Geht so. Ein paar Vorratskäufe. Hm. Gute Entscheidung. Na, da komm jederzeit wieder. Ja, komm jederzeit wieder. Womit soll. Wie soll ich die bekämpfen? Wie soll ich die bekämpfen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Dadurch. Weiß nicht, wie ich die Viecher bekämpfen soll. Vielleicht muss ich sie jetzt auch nicht weiter bekämpfen. Aber ich wäre schon ganz gerne hier noch. Nee, nicht da, nicht da. Da wäre ich noch ganz gerne drin gewesen hier. Aber sollten wir jetzt auch so weiterkommen, dann wäre es mir tatsächlich auch egal. Was ist das Terminal? Bin ich jetzt umsonst einmal? Muss ich denn lang? Wahrscheinlich. Hier soll ein Terminal sein? Nee. Bin ich völlig verlau einmal durchgelaufen oder wie? Ich glaube ja. Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich die Viecher. Wie ich die besiegen soll. Also besiegen kann ich sie offensichtlich nicht, aber ich muss sie ja irgendwie. Muss sie irgendwie lähmen können. Ich komme da nicht zu dem Terminal hin. Wie komme ich denn da hin? Ich muss ja erstmal da eigentlich rein. Hebel zur Stromsteuerung. Gefrierhaus. So, das waren wir ja drin. In dem Puff. Da waren wir ja drin. Da haben wir die Empia geholt. Aber egal wie wir das... Ich glaube, wir haben das grundsätzlich verkehrt gemacht. Also weißt du was? Wir machen das nochmal ganz anders. Kurz überlegen. Wir werden das Spiel nochmal laden. Warte. Freehaus Standard. Weil ich glaube. Rechts runter. Ja, war klar. So, aber der war ja stromlos, ne? Nee. Okay, das war also der Fehler. Okay, alles klar. So, hier kommen wir nochmal in die Technik. Gib mir irgendwie eine Atombombe, irgendwie so eine panzerbrechende Munition oder irgend so eine Scheiße. Was lachst du so dämlich? Atombombe, ja, Atombombe besser. Und daneben geschossen habe ich auch noch, danke.
du mich gerade angestöhnt? Bleibst du mal liegen jetzt? Hast mich nervös. Alter. Gelbes Kraut herstellen. Grünes Kraut wäre nochmal super. Schießpulver. Sonst nichts weiter. Da, ach guck mal, da ist das Überschreibungsterminal. Alles klar. Da ist das Überschreibungsterminal. Alles klar, alles gut. Da können wir es auf 3 umsetzen. Dann können wir hier rüber latschen. Okay, 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 okay. Also die Viecher werden hier aber gleich noch warten, da bin ich mir ziemlich sicher. Scheiße, dann geht's halt gezahlt. Ruckzuck ist er weg. Ja, 5 Schuss. 5 grandiose Schuss. Ach so, ja gut. Es ist doch klar, was da gleich passieren wird, oder? Es ist doch klar. So, da muss ich rein, einmal geradeaus, da hinten in den Raum rein muss ich. Nicht gut aus. Dachte ich mir auch gerade. Wie viele sind hier drin? 4 Stück? Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, das mit dem Schalke-Trick könnte passen. Ja, das ist richtig. Was ist das hier? Biosensorisches Zielfernrohr. Okay. Das biosensorische Zielfernrohr kann mit jeder Waffe verwendet werden, auf der ein Zielfernrohr montiert werden kann. Okay. In Ordnung. So, Fall 2002F, Ausbruch Testsubjekts. Während eines künstlichen Stromausfalls erwachte ein Testsubjekt aus der Kryostase, brach aus seinem Haltetank aus und flüchtete. Stromausfalls. Das Subjekt konnte nach 20 Stunden gefangen und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt 7 Personen starben bei dem Vorfall. 19 wurden verletzt. Ein toter Mitarbeiter sowie eines unserer Werkzeuge konnte bis dato nicht aus dem Körper des Subjektes geborgen werden. Eines unserer Werkzeuge konnte bis dato nicht aus dem Körper des Subjektes geborgen werden. Die Ursache für diesen Unglücksfall liegt in der instabilen Stromversorgung. Die veralteten Generatoren werden unserem anspruchsvollen Zeitplan nicht gerecht. Wenn wir solche Vorkommnisse in Zukunft verhindern wollen, muss das Management mehr auf die Bedürfnisse der Ingenieure eingehen, statt immer nur die der Forscher.
Sturmgewehr. LE oder SR. Ach so, wegen der Herzen, ne? Und wir müssen hier wahrscheinlich gleich Strom ausstellen. Da müssen wir ran. Wie kommen wir da ran? Einen Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel. Okay, und um in den Schraubenschlüssel ranzukommen, müssen wir das Viech, glaube ich, gleich erledigen. Mal kurz was testen. Sogar der wird von Parasiten kontrolliert. Der geht ja doch kaputt. Okay. Dann sieht die Sache jetzt natürlich wieder ein bisschen anders aus. Ein Rubin, na siehst du mal. Okay. Ach so, okay. Schraubenschlüssel, jawoll. Ah. Was? Mal auf zu explodieren jetzt. Ist ja die Frage, ob wir das auch... Na gut, das kann ja auf jede Waffe raufen. Theoretisch auf jede Waffe. Schraubenschlüssel. Wo war das jetzt mit Schraubenschlüssel? Ja, Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel? Mal verarschen mich grad. Au. Toll. Ja, das war ja sehr gut. Boah, da ist auch noch einer, ich sterbe. Jungs, vielleicht ist es ein bisschen riskant, mal so als Tipp. Vielleicht ist es ein bisschen riskant. Wie die ganzen Viecher sind. Nein! Ja, du kriegst gleich ein bisschen Heal, keine Sorge. Alter fucking Finne.
Gewehrmunition, ja. Gewehrmunition wäre für die großen Viecher nicht verkehrt. Ich glaube, mehr habe ich nicht. Sieht so aus. So, Schlüsselkarte 3. Meine Güte, ey. Gut, wo müssen wir lang? Da ist noch einmal Schießpulver für 3 Verriegelungen. Müssen wir rechts da lang. Da haben wir links keinen Strom drauf. Problem. Kann sein, dass wir den ganzen Weg wieder zurück müssen? Ich glaube ja, ne? Scheiße. Wo war jetzt hier noch Schießpulver? Hinter uns? Ach, da. Hat er liegen lassen. Alles klar. Ey, ich meine, gut, das wäre schon gar nicht so verkehrt. Ach, gucken wir mal. Müsste dann gleich auch noch mal schön speichern, das wäre dann mal lecker. Hier war nichts weiter, ah, ne, gut. So, jetzt, also jetzt werden wir da verriegelt. Jetzt könnten wir Lagertrakt 1. Wand mit Durchbruch. Können wir da denn einfach mal so durch? Das werden wir gleich sehen. Da sind nämlich noch Kisten. Wie komme ich denn da rein? Achso, indem ich ja schon jetzt mal hier durchgehe, ne? Ah ne, Wand mit Durchbruch. Ja, alles klar, sehe ich schon. Boah, ein Glück müssen wir nicht mal zu den anderen Heinis nochmal zurück. Oh, scheiße. Shit. Das sieht nicht gut aus, my friend. Du hattest doch... Hatten wir nicht diese Spritzen? Ja, wollte ich doch gerade sagen, wir hatten noch diese Spritzen. Tja, ob das jetzt erstmal hilft? Für den Moment vielleicht, ja. Los, küss sie wach. Du wirst wieder. Das ist aber sehr optimistisch. Ja, genau aus dem Grund. Und mitunter. Wie viele von den Spritzen hatten wir eigentlich? Eine? So richtig optimistisch guckt er nicht rein, genauso wie wir eigentlich. Kapitel beendet. Oh, ein Glück. Oh, ein Glück. Ein Glück. Boah. Das war ein recht langes Kapitel, 1,5 Stunden. 55 Gegner, 1 Tod. Das geht eigentlich. Eigentlich geht das. 1 Tod. 77,8%, 18 Male Schaden erlitten. Also ich dachte, wir wären öfters gestorben. Naja, gut, sei es drum. Aber wir speichern natürlich.